So, wir haben hier ein wunderschönes Yamabuki-Ogon-Weibchen. Ein besonders sauberer Kopf. Eine tolle, gleichmäßige Beschuppung. Gutes Körpervolumen. Gutes bis sehr gutes Körpervolumen. Kann natürlich noch ein bisschen mehr gefüttert werden. Dann nimmt sie noch ein bisschen Volumen zu. Aber hier sieht man schön die... Sieht man auch schön die metallikfarbene Beschuppung. Wirklich schön gleichmäßig. Die Schuppen sind auch an sich sehr gleichmäßig angeordnet. Und sehr, sehr schöne goldene Farbe. Kein Orange und auch kein Gelb, sondern eher so golden. Sehr schönes Gold auch hier. Schöne Metallicfarben am Kopf, an den Schultern und am Kiemendeckel. Sehr gesund. Und sie lässt sich auch schon mit der Hand füttern. Also ist ein sehr entspanntes Tier. Ich habe es auch die letzte Zeit jeden Tag mehrfach mit der Hand gefüttert. Es ist also immer gekommen und sehr zutraulich schon. Also der Kopf ist wirklich sehr schön golden, wie man es hier sieht. Sehr sauber. Ein kräftiger Schwanzansatz außerdem. Und hier ist noch mit wesentlich mehr Wachstum zu rechnen. Dieses Tier ist ja aus meinem Naturteich. Dort ist es auch geboren, vor circa 4 Jahren. Ist nur in diesem Teich geschwommen, in diesem Naturteich. Den seht ihr auf meinen anderen Videos. Da könnt ihr euch nochmal einen Überblick verschaffen. Ist natürlich geboren und aufgewachsen. Also geschlüpft, muss man ja sagen. Und... ja, es wurde natürlich zugefüttert, aber nicht in rauen Mengen, sondern eben möglichst natürlich belassen. Also es hat sich auch, sie hat sich von Algen ernährt und von anderen Kleinstlebewesen im Wasser und dadurch sehr robust und, ich möchte sagen, glücklich aufgewachsen. Also wie ein richtiger Karpfen. Und ich möchte sagen, dass das wirklich ein gutes Körpervolumen ist für einen natürlich, ein so natürlich aufgewachsener Fisch, nicht gemästet, nicht im zu kleinen Becken gehalten, sondern wirklich artgerecht großgezogen und dann mit dieser tollen Farbe. Das ist schon ein sehr besonderer Fisch aus meinem Teich, das kann ich so sagen. Wir wollen nun noch mal von unten schauen. Ja, ist gut, ne? So, sehr, sehr sauberer Bauch. Keine Verletzung. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber sehr, sehr dunkelrote, gesunde Kiemen, ohne Belege oder derartiges. Macht einen sehr gesunden Eindruck. Ja, du kommst gleich wieder rein, ne? Ist gut. Dieses Tier hat aktuell eine Länge von 45 cm. Schaut euch auch die anderen Angebote an. Dazu findet ihr einen Link unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.